So, ein herzliches Willkommen zurück zu der letzten Review des Tages und das Match von Gervin Price gegen Ted Abbott wird heute ausgelassen, einfach aus zeitlichen Gründen von mir. Und ja, morgen bzw. am Wochenende wird es dann auch keine Preview und Reviews geben, einfach keine Zeit dafür. Dafür wird es nächste Woche eine komplette Woche an Reviews und Previews geben. Ja, obwohl Previews weiß ich noch nicht ganz genau, das muss ich noch gucken. Aber Reviews wird es auf jeden Fall geben. Aber kommen wir jetzt zum Match von Michael van Gerwen, dem Weltmeister, und Christian Kist. Ein holländisches Duell, wovon man sich viel versprochen hat. Natürlich hat man van Gerwen als ganz klaren Favoriten gesehen, der natürlich seiner Favoritenrolle gerecht wurde. Wer hätte es auch anders gedacht? Aber so krass ausgegangen, wie der Endstand es beschreibt, war es eigentlich nicht. Christian Kist hat nämlich sehr gut mitgehalten, war auch am Ende beim Average von circa über 100 Punkten. Aber wir fangen jetzt erstmal an mit dem Verlauf der Partie, denn Van Gerven, ja, kommt halt super in die Partie, startet mit einer 180 direkt rein, holt sich die ersten drei Legs und putzt seinen Mund ab. 109er Average, 1 zu 0 in den Sätzen, das ging schnell. Dachte sich Christian Kisk und konnte aber auch gegen das 2 zu 0 in den Sätzen nichts verhindern. Der Verlauf war fast ähnlich, nur dass Christian Kisk dieses Mal ein Leck holen konnte. Er konnte zwischenzeitlich zum 1 zu 1 ausgleichen, hatte dann aber keine Schnitte mehr, um hier wirklich gefährlich zu werden im zweiten Satz. Van Gerven holte sich dann schnell das 3 zu 1 in den Lecks und konnte dann auf 2 zu 0 in den Sätzen erhöhen. Drittes Set, Christian Kisk startet mit einer 180, war ein bisschen mit breiter Brust, beide in dem Set mit über 104 Punkten. Es war ein sehr gutes Set, war ausgeglichenes Set. Christian Kisk konnte sich dieses Set sichern und konnte sozusagen heranziehen und einen guten Moment kreieren. Kisk startete gut in das dritte Set, gewann das erste Leg, wurde dann wieder ausgeglichen. Kisk kam dann wieder in Front mit 2 zu 1. Van Gerven machte dann einen super 138er Finish zum 2 zu 2, konnte aber nichts gegen das 3 zu 2 machen und somit der kurze Aufschwung von Kisk zum 2 zu 1. Letztes Set für die Partie war halt das vierte Set und das ging dann wieder ganz klar an Van Gerven. Christian Kiss konnte nicht mal seine Leistung aus dem dritten und zweiten Set anknüpfen und verlor auch komplett und hatte am Ende nur ein Average von ca. 101. Van Gerven bei ca. 104,5 war einfach am Ende ganz klar überlegen. Hat man auch schon am Anfang gemerkt, da kam Christian Kist überhaupt nicht richtig in die Partie. Hatte am Anfang zwar ein paar Bullfinishes, also hatte Möglichkeiten zu Bullfinishes, konnte sie aber nicht nutzen. Und deswegen war die Partie halt so deutlich, wie sie halt war. 3-1. Naja, ich sag mal so, wenn Christian Kist einen guten Tag hat, beziehungsweise er hatte ja einen guten Tag, aber wenn er mehr Doppelchancen genutzt hätte, wäre er da auch vielleicht ein bisschen mehr gegangen. Van Gerven war aber überragend gut und konnte deswegen auch seine positiven Darts zeigen. Das war's zu Van Gerven gegen Christian Kisk. Es war eine schnelle Partie. Sie ging nicht lange. Ich glaube, circa 20 Minuten oder 30 Minuten ging sie jetzt ohne Werbung. Ja, wie gesagt, Price gegen Ted Evans kommt heute nicht. Zeitliche Gründe und das Wochenende fällt dann auch leider komplett weg. Heißt aber nicht, dass es nächste Woche nichts geben wird. Nächste Woche würde es bis Heiligabend halt dann Reviews geben, weil Heiligabend ist ja dann dartfrei und dann auch über einen kurzen Zeitraum, bis dann wieder Darts anfängt. So, damit verabschiede ich mich hier vorerst und sehen uns dann Montag in alter Frische wieder, wenn es heißt Darts Review Weltmeisterschaft 2018, die letzte von Phil Taylor und damit tschüss.